sozusagen diesmal ein Video vor der Kamera. Und zwar wurde ich getaggt von der lieben Bärbel vom Kreativstübchen. Ich schiebe das mal hier ein bisschen rüber, damit ich ein bisschen in die Kamera gucke. Mit dem Kreativ-Tag. Ich habe mir hier die Fragen aufgeschrieben, deswegen gucke ich ab und zu mal nach unten. Dann fangen wir gleich mal an. Ich werde zuerst immer die Frage vorlesen und dann entsprechend meine Antwort geben. Welche Techniken nutzt du am liebsten für deine Bassarbeiten? Das ist die erste Frage. Ich scrappe und bin eher der Kartenbastler. Momentan versuche ich mich auch so ein bisschen in Mixed Media. Aber hauptsächlich orientiere ich mich im Papierbasteln. Zweitens, welche Werkzeuge möchtest du dir für dein Hobby noch zulegen? Auf alle Fälle ein Scoring Board, außerdem ein Envelope Punch Board. Und womit ich momentan auch so ein bisschen liebäugle, ist die Cinch. Aber dafür möchte ich erst mal ein bisschen ausprobieren, ob mir das Mini-Alben-Gestalten denn auch wirklich Spaß macht. Also bisher habe ich ja noch nicht so angefangen. Ich habe mir schon Graupappe besorgt und so diese normalen einzelnen Buchringe. Und will damit erstmal ein bisschen rumprobieren, ob mir das denn überhaupt Spaß macht, sowas zu machen. Wundert euch übrigens nicht über diese Unordnung da. Das sind meine gesammelten Boxen mit Materialien und so. Und daneben sind Nintendo DS-Spiele und unser Bücherregal. Und ja, ist halt alles sehr viel Zeug auf wenig Raum. Drittens, auf welche Utensilien kannst du beim Kreativsein nicht verzichten? Auf alle Fälle auf meinen Kleberoller, auch wenn ich mit dem momentan auf dem Kriegsfuß stehe. Ich finde es einfach toller, das doppelseitige Klebeband abzurollen, statt es von der Rolle zu nehmen. Weil ich extrem ungeduldig im Abfriemeln von diesem Papier auf der Rückseite bin. Und deswegen ist der Kleberoller für mich die bessere Alternative. Dann mein Schneidebrett von Dahle, als ein Rollenschneider. Das macht das Schneiden für mich einfach präziser, weil mit der Schere man doch mal verrutscht. Und auch wenn man Lineal und Cuttermesser nimmt, komme ich auch nicht so wirklich miteinander mit klar. Eher verletze ich mich da noch selber manchmal. Ja. Und natürlich Papier als Kartenbastler und Scrapper. Viertens, welche themenbezogenen Videos schaust du bei YouTube am liebsten? Also auf alle Fälle Hauls und auch so Überraschungspost und Tauschbäckchen. Ich finde es einfach toll, die Reaktion von den Leuten zu sehen auf die Sachen, die sie bekommen. Und bei Hauls lernt man dann ja doch mal den einen oder anderen neuen Shop kennen und vielleicht wo man auch mal noch mal Schnäppchen machen kann und schöne neue Sachen sieht man manchmal, an die man vielleicht noch gar nicht gedacht hat, die man vielleicht auch gebrauchen kann und sowas notiere ich mir dann halt auch immer gerne. Außerdem schaue ich gerne Roomtouren, um zu sehen, wie andere Leute ihr Zimmer organisieren. Versuche mir dann manchmal auch so ein paar Ideen zu sammeln. Auch wenn ich vieles davon noch gar nicht umsetzen kann. Weil das hier alles noch zu sehr zusammengewürfelt ist in dem Zimmer. Ich werde ja auch noch eine Roomtour machen, da werdet ihr das dann noch so ein bisschen sehen. Ja, und dann gucke ich natürlich auch gerne Craft Updates. Auch wenn auch so dieses Speed Up Videos oder wie irgendwas fertig gemacht wird. Einfach mal so, um zu sehen, wie die Ideen, die man hat. Ich habe nur eine Bewegung im Augenblick gesehen, da ist unser Nachbar vorbeigelaufen. Wie Sachen entstehen und vielleicht sogar, wenn so ein Voice-Over ist oder direkt dabei gesprochen wird, um zu sehen, warum man was gemacht hat und vielleicht auch. Manche bauen ja dann so auch so teilweise so ein Tutorial mit ein.
Oder man kann sich dabei halt was abgucken. Fünftens, wo holst du die Ideen und Anregungen für deine kreativen Werke? Als erstes aus meinem Hinterstübchen. Meistens habe ich mir irgendwas abgespeichert, was ich irgendwo mal gesehen habe. Das kann auf der Messe gewesen sein, das kann in einem YouTube-Video gewesen sein, das kann irgendwo auf Facebook oder auf einem Blog oder bei Google, bei der Bildersuche gewesen sein oder so. Also sowas rufe ich mir aus meinem Gedächtnis dann irgendwann wieder ab. Dann von meinem Schwager. Der kommt manchmal mit Kartenideen her, wo er eine sehr, sehr vage Zeichnung mir macht. Also das kann dann wirklich einfach nur so ein Kreis oder so ein Schlenker oder irgendwas sein. Und mir dann dazu ein bisschen was erklärt, was er sich vorstellt. Meistens ist das dann nur so, ja, irgendwas mit einem Reh oder irgendwas mit Blut oder sowas halt. Und ja, das setze ich dann um und meistens sagt er dann, dass wie krank ich bin, dass ich das aus seiner Idee da irgendwie habe umsetzen können, wie auch immer. Also ich überrasche ihn damit dann meistens auch noch. Ja, und dann auf YouTube natürlich. Da hole ich mir vor allem Ideen, was das Falten von besonderen Karten angeht, also die irgendwie so einen besonderen Schiebemechanismus haben oder einen besonderen Klappmechanismus, irgendwelche besonderen Formen und wie auch immer. Also sowas hole ich mir dann schon mal von YouTube. Sechstens, welche Stilrichtung fasziniert dich am meisten? Momentan fasziniert mich am meisten Vintage und Steampunk, wobei ich auch immer noch den Kawaii Stil sehr gerne mag, also den niedlichen Stil. Ich bin ja auch großer Anime- und Manga-Fan und ja, entsprechend mag ich das Thema dann auch sehr gerne und alles Comichafte und so. Und ja, sowas fasziniert mich momentan. Siebtens, wie hoch ist dein finanzieller Aufwand für deine Kreativität im Monat? Das kann ich gar nicht so sagen. Also erstmal möchte ich auch gar nicht so wirklich über Geld reden in der Öffentlichkeit, wie viel man aufbraucht. Ich finde, das hat in der Öffentlichkeit auch gar nicht so wirklich was zu suchen und es wirft auch ein falsches Bild auf das Werken, sage ich mal. Ich habe das als Zeichner habe ich schon sehr oft erlebt, dass Jüngere denken, nur weil jemand viel Geld hat und sich viele teure Sachen holt, dass er deswegen halt toller zeichnen kann und man dann selber teure Sachen braucht, um selbst so gut zu werden. Aber das stimmt ja gar nicht. Und deswegen möchte ich da gar nicht sagen, wie viel ich jetzt so wirklich ausgebe. Einfach weil das halt für jemanden, der vielleicht selber gerade anfängt, ein falsches Bild machen könnte. Weil man braucht gar nicht teure Sachen oder viele Sachen, um halt sehr kreativ sein zu können. Aber eins kann ich halt sagen, es schwankt bei mir sehr stark, denn ich habe ja neben dem Basteln als zweites Hobby, meine Katze macht sich da gerade bequem, als zweites Hobby habe ich noch das Zeichnen. Und diese beiden Hobbys, die halten sich so manchmal die Waage. Also manchmal ist das Zeichnen halt einen Monat interessanter für mich. Da muss ich nicht so viel für einkaufen, weil die meisten Materialien haben, also man braucht nur Farben und Papier, Bleistift, was weiß ich. Also da habe ich alles immer vorrätig. Das heißt, es kann dann sein, dass es 0 Monate gibt in der Hinsicht. Und manchmal ist das Basteln halt interessanter. Und dann kaufe ich da halt wieder mehr ein, weil ich ein bestimmtes Projekt im Kopf habe, wofür mir jetzt genau die Sache fehlt. Und die meisten kennen das, wenn man in einen Shop geht und sich etwas, also genau diese Sache jetzt sucht, dann denkt man sich so, naja, du könntest ja vielleicht noch den Mindestbestellwert oder den Wert, bis es versandkostenfrei ist oder so, dann voll machen und dementsprechend kauft man dann alles.
In der letzten Zeit habe ich viel Washi-Tape geshoppt, einfach weil ich so eine gewisse Washi-Tape-Faszination entwickelt habe. Ich kann das überall aufkleben, ich finde das einfach toll. Ja, und was bei mir auch jedes Mal, auch wenn ich gerade so einen, ich sag mal, Zeichnermonat habe, in die Tüte wandert, sind Glitzer-Sachen aller Art. Also die kann ich trotzdem immer mehr kaufen. Glitzer-Sachen und Sticker. Ja, vor allem wenn sie niedlich sind. Die Sachen kann ich mir immer kaufen. Aber wie gesagt, ich kann da keinen preislichen Rahmen festlegen. Jetzt, wo ich in Elternzeit bin, ist das sowieso noch mal ein bisschen anders. Und ja, wie gesagt, man braucht nicht viele Sachen, nicht teure Sachen, um trotzdem gut basteln zu können. Das möchte ich nur damit sagen. Achtens, gibt es noch etwas, was du dazulernen möchtest, um noch kreativer zu werden? Ich muss sagen, ich probiere eh alles aus. Wenn ich irgendwas interessant finde, dann probiere ich es einfach aus, wenn ich Lust dazu habe. Natürlich nicht, wenn es jetzt extrem viel kostet in der Anschaffung oder so. Dann suche ich doch eher nach alternativen Möglichkeiten, das mal auszutesten. Aber soweit es sich im kleinen Rahmen hält, was man dafür anschaffen muss, zum Beispiel für wenn man Stricken ausprobieren möchte, dann muss man sich nur ein paar Stricknadeln und ein bisschen Wolle kaufen. Dann probiere ich das halt auch aus, wenn es mich interessiert. Dementsprechend habe ich schon viel Erfahrung gesammelt. Ich habe schon formuliert, schon als Kind formuliert, als ich klein war, etc. Und das Einzige, was ich vielleicht nur lernen sollte, ist ein bisschen geduldiger zu werden. Ich habe das vorhin schon mit dem Klebeband angedeutet und das zieht sich bei mir so ein bisschen durch. Also ich bin gerne ein ungeduldiger Mensch, was meine künstlerischen Werke angeht. Ja, das sollte ich auf alle Fälle noch lernen, da geduldiger zu werden. Aber ich sag mal so, meine Tochter, die ist ja jetzt erst ein paar Monate alt und die tut nun ihr Übriges dazu, dass ich lerne, geduldiger zu sein. Denn wer so ein kleines Kind hat, wer die Erfahrung hat, der weiß genau, dass man mit Kindern geduldig sein muss. So, die Leute, die ich tagge, die packe ich in die Infobox hier unten, weil ich meistens die ganzen Namen gar nicht so im Kopf habe und Angst habe, dass ich dann irgendwas Falsches sage. Also schaut da einfach mal rein und da findet ihr dann übrigens auch den Weblink zu Bärbels Bastelkanal, also das Kreativstübchen. Und ja, freut euch demnächst auf eine Roomtour und 30 Fakten über mich. Bis dann!